So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute endlich gemeinsam den Predator. Ich weiß, er ist schon eine ganze Weile draußen, aber ich hatte eben keine Zeit, ihn zu spielen. Und wir spielen ihn komplett blind. Ich habe also noch nicht die Fatalities gesehen und bin auch nicht wirklich mit ihm eingespielt. Allgemein, wie geht nochmal Mortal Kombat? Ich habe alles verlernt. Das Wenige, was ich wusste, habe ich schon verlernt. So, hier drei Varianten. Jäger, Krieger und Hish Quentin. Das ist eine andere Version von Quenny. Den Stil will ich nicht. Ich will Krieger sein. Denn ich glaube, hier sehen wir ihn ohne seinen Helm. Hey, du. Round 1. Fight. Runde 1. Johnny, the fucking Cage. Mal sehen, was der Kleine so kann. Johnny Lion. Ich blute Mountain Dew. Da sieht man mal, wie krass ich unterwegs bin. Alles klar, wir können sogar das Gelächter imitieren. Denn wir wissen ja, Predators arbeiten mit Sprachaufnahmen, um die Gegner zu verwirren, anzulocken oder eben diverse Fallen zu bauen. Wer den Film Predators gesehen hat, der wird es wissen. Da gab es ja diesen alten Trick. Oder wer das Spiel kennt, da wurde sowas auch eingesetzt. Ziemlich viel Rumgespränge. Aber ich denke mal, die erste Runde hier, die machen wir. So. Sieg durch den guten alten Uppercut. Also bis jetzt muss ich sagen, Design von Predator, absolute Spitze. Sehr viel Liebe zum Detail. Und da geht der erste X-Ray raus. Nice, nice, nice. Wie er sich windet. Was war das? Der Magen? Aber er ist ziemlich träge im Vergleich zu zum Beispiel jetzt Tanya. Die war deutlich geiler unterwegs. Der Schwinger ging leider auch daneben. Und ich bin null eingespielt, aber ich mach's wie immer. Ich lerne es beim Spielen. Was mache ich hier? Was mache ich hier krasses? Ah, die Explosion. Stimmt, also man hat wirklich seine Fähigkeiten reingebaut, die er auch so hat. Wow, Johnny, er knockt mich weg. Danke dir und gute Nacht. Final round. Fight. Ah, ich bin schon eingerostet. Da haben wir es. Alles klar, hier haben wir so einen harten, festen Schlag nach vorne. Ich verliere ziemlich viel Mountain Dew. Au! Ich wusste nicht, dass ein Predator Balls hat. Wieder was gelernt. Delicious Nuts. Auch bei Aliens. Und Mist, das Ding ist Nahkampf. Das Ding ist hart Nahkampf. Sieht gut aus. Komm schon. Alter, er haut mir hier volle Kanne in den Sack. So, der erste Fatality. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, voll in die Stirn. Mieser Scheiß. Wirklich verdammt mieser Scheiß. Nice. Du kommst zum falschen Zeitpunkt. Round 1. Fight. Kenshi. Besessen. Hart besessen, der Typ. Aber ich bin krass unsichtbar. Was mir irgendwie einen Scheiß bringt, weil der Mann die ultimative Wahrnehmung hat und gerade voll durchdreht aus irgendeinem Grund. So. Wir müssen unbedingt den X-Ray hier raushauen. ...33% und die Animation. Die Animation ist wirklich der Hammer. Friss Baby. Alles klar, das war ein Tritt. Round 2. Fight. Schön. Ah, guck mal hier, die Lanze haben sie sogar auch eingebaut. Denn wir wissen ja, die Predators haben unterschiedliche Jagdinstrumente, Waffen. Wie zum Beispiel die Lanze. Habe ich irgendeinen Vorteil, wenn ich unsichtbar bin? Irgendeinen?
Au. Kenshi. Nope. Irgendwie gar nicht cool. Was haben wir hier Schönes? Ah. Eine nette kleine Klinge. Also langsam werde ich warm. Moment. Klappt irgendwie nicht. Klappt irgendwie nicht, aber wir sehen mal die Siegeranimation. Die schon fast selber ein Fatality ist. Oh, oh. Die Trophäenhalle. Nice, richtig cool. Richtig geil gemacht. Was bist du? Eben gerade bei der Siegeranimation hat man 6 menschliche Schädel gesehen und das könnte eine Anspielung sein auf den ersten Film. Und zwar die 6 Männer aus der Einheit. Das sind die Trophäen. Oder nicht, oder doch. Doch einen hat er nie bekommen. Arnie. Weil Arnie ist einfach krass. Den hätten sie einbauen sollen. Schwarzenegger. Einfach nur Schwarzenegger. Die Lache. Jackie, verdammt gut getroffen. Zack. Angetäuscht. Und abgezogen. Winde dich. Winde dich, Jackie. Eigentlich solltest du mir danken. Deine Diät sollte jetzt hervorragend funktionieren. Denn du kannst nie wieder was fressen. Au. Moment, ich wollte meine Bombe klar machen. Na 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 na. Na 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 na. Shit. Oh, ich war zu schnell. Was sehen wir hier alles? Ja, 6 Schädel. Predator wins. Was für eine Hexerei ist das? Oh, der neue coole Sub-Zero-Skin. Der ist geil, oder? Hey, die Klinge hier ist auch geil. Eher weniger geil. Subby. Na, komm mal hier. Ran an den guten alten Brady. An den guten alten Predator. Du kämpfst wie ein Vibe. Weißt du das? Diese Lesbos-Schere, verdammt uncool. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Nice. Nicht nur lachen, sondern auch die Stimme. Das ist cool. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ich find's geil, wenn man originalgetreu bleibt. Putz. Scorpion, sein Skin gefällt mir. Ist nice. It's so nice. Voll in die Fresse. So, aber jetzt. Komm schon, bitte. Das gibt es nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich bekomm's nicht hin. Ich hab keine Ahnung wieso. Es tut mir leid. Okay, Kitana will es wissen und wie man hier unschwer erkennen kann, tragen wir eine Maske und jede Menge Stroh liegt auch am Boden rum. Tja, den Gegenstand hast du absolut versemmelt. Und ich habe eben ganz schnell mal die Klasse gewechselt, die Variante gewechselt. Lanze ist immer noch mit dabei, aber wir haben die Schulterkanone. Moment, zeige ich sofort. Ich will sie eigentlich abercutten, aber sie will nicht in meine Nähe.
Sie will einfach nicht in meine Nähe. So. Unsichtbar. Du kannst nicht wissen, wo ich bin. Du bist kein fucking Kenshi. Boah, mein wunderschönes Mountain Dew, sie zieht es mir aus den Adern raus. Und hier wurde ich wieder entsaftet. So nennt man das im Fachjargon. Ui, das war so knapp. Das war wirklich so knapp. Dafür gibt es erstmal die wunderschöne Kitana-Lache. Schulterkanone. Ohne Fightstick. Das ist wirklich schwierig. Brauch mal wieder einen guten Fightstick. Nice. Ja, mit dem Pad geht's ein bisschen besser. Mit dem Steuerkreuz unten. Ein bisschen besser geht's schon. Und die Fresse. Die Kehle. Der Magen. Okay, okay. So. Richtig nice. Der ist schon besser. Der ist schon deutlich besser. Bam. Alter, die Zunge. Zieht's euch rein. Sie versucht, mein Mountain Dew aufzulecken. Wie krank ist das denn bitte? Kranker Scheiß. Du. Round one. Fight. Ich muss sagen, die Distanz bei dem Fatality ist ein bisschen schwierig. Also jetzt, wo ich so ungefähr weiß, ist er auch machbar. Die Tasten sind nicht unbedingt das Problem, einfach nur die Distanz. Mal wieder. Es gibt einige, da ist Mittel eben ein sehr weit gedehnter Begriff, sagen wir es mal so. Jetzt frisst doch meine Klingen, Air Max. Round two. Fight. Aber ich muss sagen, der zweite Fatality ist deutlich geiler als der erste. Wow. Ermac! Nicht heute. Aus. Böser Ermac. Ich mag seinen Skin. Der Pharao-Skin ist derbe nice. Ach, naja, ein Magen. Braucht Ermac wirklich einen Magen? Würde sagen, nein. Nein, jetzt wollte ich ihn gerade schön mit der Lanze bearbeiten. So. Und hier nochmal, weil es so schön ist. Jetzt, wo ich die Distanz kenne, easy. Echt easy. Mies. Absolut mies. Predator win. Und diesmal gibt es kein Mountain Dew. Mach dich bereit. Round one. Fight. Goro! Der königliche Dreikäsehoch. Der mal wieder hier absolut durchdreht. Drachenzahn ist immer mies. Drachenzahn ist immer fucking mies, man sieht das. Er trainiert. Er ist hart am Train. Der miese Goro-Train. Gib ihm. Aber ich glaube, wir verlieren oder es wird wahnsinnig eng. Ich glaube, wir verlieren. Was war das? Was war das? Goro trainiert mich nieder. Fight.
muss sagen, mir persönlich liegt der Predator gar nicht. Design top. Präsentation top. Goro mehr top im Kampf. Mann, ich will dich doch nur einmal... Irgendwie kriege ich das Timing nicht hin. Aber die Runde gewinnen wir, komm. Schön. Yes. Goro-Gelächter. Ja, blockt immer gut. Boah, wie eben gerade meine Augen geleuchtet haben, das sah geil aus. Der gute alte X-Ray. Und da kommt der Train. Dieser Train ist so mies. Nice, Goro. Echt nice. Ich bin unsichtbar. So. Guck, guck. Spiel damit. Predator wins. Fatality. So muss das laufen. Der Predator. Round 1. Fight. Der alte Mann weiß Bescheid. Woher kennt der alte Mann den Predator? Woher? Der unfairste Move aller Zeiten. Er hat's drauf. Er hat's richtig, richtig drauf. Drink! Shit! Immer diese Ecken. Immer diese Ecken. Oh, Gott sei Dank. Mit dem alten Kassettenrekorder habe ich noch die Lache von Shinnok bekommen. Gut, du bist der König der Distanz. Das muss man dir lassen. Ey, der dreht gerade voll am Rad. No, 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 no! Ich sehe Angst in deinem Herzen. Round 3, fight. So, der hat gut gesessen. Jetzt bin ich hochkonzentriert, voll drin, denn ich will unbedingt die Runde hier gewinnen. Der Laser geht natürlich gekonnt nach oben. Friss! Weihwasser! Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final round, fight. Finale. Wow. Gegen verdorbenen Shinnok. Wow. Aus Weihwasser wird Kirschsaft. Komm, nimm noch einen Schluck Kirsch. Aus Kirchensaft wird Kirschensaft.
Okay, du wolltest das so. Du bist tot, oder? Yes! Diese Welt mit dem Namen Erde brachte viele würdige Gegner hervor. Eine exzellente Herausforderung. Einige besaßen eine Macht, die der Rasse des Predators unbekannt war. Zauberei. Der Predator wollte diese neue Macht selbst nutzen, um sie bei seinen Feldzügen einzusetzen. Er analysierte die Trophäe aus einem bestrittenen Kampf und entdeckte schließlich ihre Geheimnisse. Mit der Macht der Zauberei war der Predator unaufhaltbar. Und dezimierte ganze Welten mit Leichtigkeit. Er war zum Apex Predator geworden. Wow, ziemlich geiles Ende. Apex Predator. Ja, das war der Predator. Meine Meinung, ziemlich geil. Wirklich ziemlich geil. Man hat sich viel Mühe gegeben, auch viele charakteristische Eigenschaften vom Predator in das Spiel mit hineinzunehmen. Also ein großes Lob an die Entwickler. Mein Geschmack trifft er leider nicht so ganz, also vom Spielstil. Die Fatalities, der eine ist ein bisschen langweilig, das ist der mit der Scheibe in die Stirn. Der andere ist ziemlich nice, der gefällt mir ganz gut. Besonders die Sache mit der Zunge hat mir gut gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Mortal Kombat X. Lasst mir gerne eine Bewertung da und schreibt in die Kommentare, ob ihr auch die Kostüme sehen wollt. Würde mich interessieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss!